meine Lieben. Ich sitze hier jetzt gerade im Auto. Es gibt jetzt eine Art Konfrontationsvideo. Seit Ende Februar habe ich nicht mehr im Auto gesessen und bin weggefahren. Da sitzt mein Mann, der ist am Fahren, also ich kann ruhig in Ruhe filmen. Wir wollen jetzt einfach mal gucken, wie weit ich komme. Ob ich überhaupt weit komme. Ich habe meinen Notfallkoffer dabei. Da sind Neurexan drin, das ist so ein Beruhigungsmittel, Taschentücher, Traubenzucker, Wasser habe ich dabei, also so einen kleinen Notfallkoffer halt. Manche nennen das auch Skills, ich glaube Skills. Ja, jetzt gucken wir mal. Also, wir sitzen jetzt hier im neuen Autoschen und fahren halt und ja, ich bin gespannt, wie ich das hier so auf die Kette kriege. Bis jetzt geht es mir eigentlich ganz gut. Ich habe einen sehr trockenen Mund. Aber das ist normal. Ich meine, wie gesagt, das ist jetzt seit Februar, dass ich nicht mehr im Auto war. Ich würde gerne meine Kamera hinstellen, aber wir haben leider nichts, wo ich die draufstellen kann. Ich muss mir mal so einen Halter oder so holen. Ja. Wir fahren jetzt ganz einfach mal. Ich hoffe, es funktioniert. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, mich mehr zu konfrontieren, und wir dachten halt, dass der Urlaub die beste Möglichkeit ist, da mein Mann halt eben Zeit hat, ich mir meine Zeit ja auch einteilen kann, und so können wir es ganz einfach halt machen. Wie ihr vielleicht merkt, wird mein Mund sogar schon etwas trockener. Ach, ist das schön. Aber ich sitze im Auto und fahre, das ist schon viel wert. Mein Herz fängt auch schon an zu pumpern. Ich meine, das pumpert die ganze Zeit, sonst würde ich nicht mit euch reden können. Aber ich kriege halt eben einen höheren Puls. Können wir natürlich auch mal gucken. Momentan ist er bei 92. Es geht noch, sag ich mal. Ich hatte ihn schon schlimmer, wenn ich im Auto gesessen habe. Und Herzstolpern auch dabei, aber das sind alles normale Symptome. Solange ich mich nicht reinsteigere, geht's. Es ist zwar schwer, aber es geht. Mal gucken, wie ich das jetzt hinkriege. Also wir sind jetzt im nächsten Dorf. Und noch ein Dorf weiter, dann sind wir da, wo wir einkaufen fahren können. Und ich glaube, ja, genau da war ich letztes Mal im Februar, gell? Genau da war ich letztes Mal im Februar und ja, lang ist's her. Wir haben Juli. 5 Monate, alter Schwede. Ja, aber so ist das manchmal. So, und daran merkt man halt, dass das nicht gespielt ist oder so. Es ist sehr schwer. Ich nehme den Arm hier. Das ist blöd, dass ich die Kamera, ja, so geht's auch. Also, ich wackel hier momentan ein bisschen viel. Ich hoffe, es stört euch nicht. Aber ich dachte mir, ich drehe das jetzt einfach mal ab. Ich weiß nicht, ob ich es in den Vlog mit einfüge oder ob ich das jetzt als separates Video aufzeichne. Boah, ich habe voll den trockenen Mund. Symptome sind auf jeden Fall da, ich versuche mich aber nicht davon beeinflussen zu lassen. Das ist schwierig. Wir sind jetzt in dem Dorf, wo wir einkaufen fahren können. Hier bei uns in der Gegend ist halt nicht viel. Wir haben bei uns im Dorf gar nichts, also da können wir weder einkaufen, wir haben keine Post, wir haben kein Café, wir haben nichts. Wo wir gerade eben durchs Dorf gefahren sind, das hat ein Restaurant, aber ich glaube, das war es auch schon, gell? Kindergarten-Restaurant. Ja, und hier, das ist ja das nächstgrößere Dorf, hier gibt es halt eben Aldi und Rewe und Teddy und die ist die Verbandsgemeinde. Ach du meine Güte, und jetzt ist hier, nee, hier ist keine Baustelle, oder? Nein, nein. Nee, nee, beruhigt mich mal, ja. Nö, nö. Das ist die andere Richtung. Gut. Ja. Ein Angsthase auf Reisen. Oh Gott, meine Hand zittert voll. Ich hoffe, das kriegt ihr gar nicht so mit hier im Video. Ist halt blöd, wenn man die Kamera die ganze Zeit so halten muss. Aber ich habe versprochen, dass ich euch mitnehme, beziehungsweise
Wurde ich letztes Jahr schon darum gebeten, eventuell Konfrontationsvideos zu drehen und ja, das mache ich jetzt auch. Konfrontation. Ein Angsthase. Wo ist die Apotheke denn jetzt hin? Wir sind umgezogen? Nein, da stand, wir sind umgezogen. Ich kriege überhaupt nichts mehr mit. Ich kriege gar nichts mehr mit. Die Apotheke ist weg. Ich sag ja, ich war lange nicht mehr hier. Da hinten ist auch alles anders. Alles anders. Mein Puls ist jetzt bei 91, 92. Also, das ist halt so eine Sache. Wo fahren wir denn hin? Ich weiß es nicht, wo fahren wir denn hin? Fahren wir mal Rewe gucken. Rewe. Ja, ich will mal gucken, ob die Suppen haben von Dings. Ah, da, guck mal, da wo neu gebaut wurde. Ach, das ist jetzt die Apotheke. Wow. Toll, also die Würstchen wurde weggemacht wegen der Apotheke. Dann gibt es Erdbeeren und Kirschen. Also ich möchte jetzt gerne mal versuchen, in Rewe einkaufen zu gehen. Ich nehme euch da auch mal mit. Ich möchte nämlich gucken, ob die Suppen haben. Es ist nicht viel los. Ich weiß gar nicht, ob ich da drin filmen darf, aber andere filmen in Geschäften auch. Ich weiß es nicht. Nee, ich lasse es lieber. Ich filme dann, wenn ich wieder rauskomme. Es ist schön. Es ist richtig wenig los. Der Parkplatz ist soweit frei. Und ich hoffe, ihr konntet was sehen. Ich habe jetzt einfach mal die Kamera hier hingehalten. Und ich werde jetzt einfach mal versuchen, reinzugehen. Man kann ja immer wieder rausgehen. Mein Puls ist immer noch bei 91. Nee, bei 93 jetzt. 94. Ja, ich will reingehen, ich weiß. Es geht. 98, 99, 100. Also, der letzte Stand ist jetzt Puls 101. Die Aufregung steigt, ist klar. Ich werde gleich berichten, ob ich es geschafft habe oder nicht. Ich bin am Zittern wie Espenlaub. Ich hoffe, das kriegt ihr so nicht mit. Bis gleich. Hi, also Rewe haben wir ohne Probleme geschafft. Ich habe ein paar Sachen sogar einkaufen können. Ich versuche es jetzt nochmal mit Aldi, vielleicht auch nochmal Norma. Also ich glaube, ich habe heute einen guten Tag, auch wenn der Puls hoch ist. Aber man sollte ja dann auch ein bisschen was versuchen. Und das machen wir jetzt auch. Ich melde mich einfach gleich nochmal, beziehungsweise sind wir jetzt einfach auf dem Weg dahin. Ist eigentlich nur... Hast du jetzt was kaputt gefahren? No. Eigentlich nur... Eins weiter. Mit mir einkaufen fahren ist nicht gut. Ich entdecke Sachen, die ich schon ewig nicht mehr gesehen habe oder schon ewig haben wollte. Also einkaufen mit mir ist teuer. Manchmal ist es gut, dass ich nicht mitfahren kann. Ach Gott, nee. Also, wir sind jetzt beim Aldi. Bis gleich. So, ihr Hassis. Ich sag jetzt einfach mal Hassis. Ich habe es gepackt. Ich war im Rewe, im Aldi und im Norma und im Teddy. Ja, also wir waren jetzt nicht lange unterwegs, aber einfach mal durchgehen, mal gucken, was es Neues gibt und einfach mal sich der Angst halt eben stellen. Zwischendurch habe ich schon Herzklopfen gekriegt und habe auch gedacht so, oh, ich pack das nicht. Und dann kam Männlein und hat gesagt, hier, ich bin froh, dass du da bist und es macht mit dir einkaufen viel mehr Spaß als alleine. Und da habe ich mich auch irgendwie wieder beruhigt. Dann habe ich Sachen gefunden für meine Mama, die ich ihr mitbringen wollte und habe das alles fertig gemacht. Ja. Und jetzt sitze ich wieder hier im Auto und bin unterwegs, was halt eben heißt, dass ich noch lebe. Also Tag Nummer 1 der Konfrontation hat relativ gut funktioniert. Dass ich auf der Hinfahrt echt Probleme bekommen habe, ist normal. Ich meine, wie gesagt, ich war lange nicht mehr unterwegs. Ich meine, von Februar bis jetzt ist eine lange Zeit. Und ich bin stolz auf mich. Ich habe halt vor, mit meiner Mama auch wieder in die Stadt zu fahren. Und mit meinem Mann halt auch mal wieder... ohne Probleme, ohne dass ich Schweißausbrüche kriege und Angst habe, einkaufen zu fahren. Also richtig einkaufen fahren, jetzt nicht einfach nur gucken oder so, wie heute, sondern richtig einkaufen fahren. Und das ging halt die ganze letzte Zeit überhaupt nicht. Das hat er alleine gemacht und da bin ich ihm auch
wahnsinnig dankbar für. Allerdings haben wir uns halt gesagt, jetzt hier im Urlaub ist Schluss. Im Urlaub wird geübt. Und jetzt bis hier ins übernächste Dorf haben wir es jetzt auch geschafft. Die nächste Hürde ist Industriegebiet. Vielleicht versuchen wir es mal nächste Woche oder morgen oder so. Mal gucken. Er wollte jetzt noch Auto waschen, aber das traue ich mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht zu. Weil dann muss man ja warten und dann ist im Kopf halt wieder, was ist wenn. Klar ist das falsch, ich muss mich dem auch stellen. Aber ich denke, ich schließe das hier jetzt ab mit einem positiven Erlebnis. Die Mama sagt auch immer, wenn du jetzt was geschafft hast, schließ es dann mit einem positiven Erlebnis ab und beende den Tag. Und genauso mache ich das jetzt auch. Es war jetzt sehr positiv. Ich habe es super gemeistert, oder? Ja. Also ich habe es super gemeistert. mein Schatz ist stolz, das ist schön. Ich habe es echt gut gemeistert und deswegen möchte ich das jetzt auch so abschließen, wie es ist für heute. Der Tag heute war gut. Ich war spazieren, dann waren wir jetzt ein bisschen einkaufen, obwohl wir gar nichts gebraucht hätten, aber ich habe Sachen gefunden für meinen Fastentag zum Beispiel, die ich gut mit einplanen kann und ja, mal gucken. Also das war jetzt nicht das letzte Mal, dass ich gefahren bin und wie gesagt, für mich ist das Konfrontation. Für andere ist das ganz normal, die setzen sich ins Auto und fahren irgendwo hin, die fahren einkaufen, die fahren Eis essen, die fahren shoppen, was auch immer und das kann ich nicht. Also noch nicht, ich hoffe, ich kann es irgendwann auch, einfach ganz normal. Wie viele Kilometer sind das von uns zu Hause bis nach Dings? Sieben? Wir sind jetzt gefahren. Guck auf die Straße bitte. 72, 180 habe ich jetzt. Also es ist nicht weit, also es sind zwei... Sieben, acht Kilometer. Ja, es sind zwei Dörfer, es sind hin und zurück. Also eine Strecke sind ungefähr 7 Kilometer und die nächste wird, glaube ich, was ist, Industriegebiet auch, gell? 11. Nee, Montabaur ist 11. 10. Industrie, wow, der hat aber jetzt auch nicht wirklich auf die Straße geguckt. Das nächste sind dann 9 Kilometer und dann möchte ich halt, hallo, Vogel, husch, husch. Geht er einfach auf der Straße spazieren. Und dann möchte ich mit meiner Mama in die Stadt fahren können, also... auch so ein bisschen üben und ich schaff das schon irgendwie. Ich hoffe es zumindest. Ich meine, es ist nicht einfach. Ich meine, ihr seht jetzt, dass es mir gut geht, aber keiner weiß halt, wie es innen drin aussieht und das ist auch schwierig zu erklären. Momentan geht es mir halt, wie gesagt, auch gut. Gott sei Dank. Hinfahrt war sehr kompliziert, weil ich mir Gedanken gemacht habe. Ist ja natürlich logisch auch, und aber auch ein Fehler. Das ist halt durch diese Angsterkrankung. Naja, jetzt sind wir gleich zu Hause und wird ausgeräumt und ich habe meiner Mama, wie gesagt, was mitgebracht. Das werde ich ihr gleich geben. Und euch wünsche ich jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ja, genießt das Leben und ich hoffe, ihr habt mit der Angst nicht so zu tun wie ich. Bis später mal. Tschüssi.